Hallo, wir sind Stella und Juliane. Wir studieren an der FH Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation im jetzt schon 7. Semester. Und genau, wir organisieren gerade die Projektschau Facetten. Ja, die Projektausstellung Facetten ist ein Projekt des Fachbereichs Mediens, das jedes Jahr stattfindet. Und es ist eine Ausstellung, die eben die verschiedenen Facetten und Projekte des Fachbereichs vorstellt. Also Videos, Filme, Postkarten, Bilder, alles, was man so während des Studiums macht und auch aus allen Semestern. Und dieses Jahr ist die Besonderheit, dass Facetten eben nicht an einem Ort stattfindet, also an einem Ausstellungsort wie die vergangenen Jahre, sondern online auf den sozialen Medien Instagram und Facebook. Die Ausstellung ist eigentlich für jeden interessant, der sich für Medien interessiert und der sich auch dafür interessiert, was an der FH eigentlich so passiert, also was eben die Medienstudiengänge so für Projekte haben. Das ist interessant für Dozierende, als auch für Studenten, die vielleicht noch nicht so genau wissen, in welche Richtung geht das gerade überhaupt, was ich hier mache. Vielleicht auch Erstsemesterstudenten oder Studieninteressierte, die sich nicht sicher sind, ob Medien für sie das Richtige sind. Dieses Jahr war die Planung insgesamt, würde ich sagen, schon anspruchsvoll und auch nervenaufreibend teilweise. Das Problem war, dass wir eben ja schon im März angefangen haben, die Ausstellung zu planen und eigentlich damit gerechnet hatten, die im Juni schon in Präsenz stattfinden zu lassen. Und dann mussten wir ja Anfang April alles nochmal über den Haufen werfen und alles, was wir bis dahin schon uns erarbeitet hatten, alles, was wir schon geplant hatten, ist natürlich alles wieder hinten übergefallen. Also die Ausstellung läuft offiziell noch bis 20. September. Allerdings werden wir den Account dann nicht direkt löschen, sondern auch noch weiterhin gucken, dass wir den vielleicht noch ein paar zwei, drei Wochen bestehen lassen. Mein persönliches Highlight wird auf jeden Fall noch ein Kurzfilm sein. Ich glaube, das ist das Highlight von uns allen, auch von Chiara und Nele, also von unserem Designteam. Das wird ein Kurzfilm sein, Hochwarte heißt der. Der kommt am nächsten Montag und der ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Also als wir uns den angeschaut haben, der hat uns wirklich überzeugt. Das ist so unser größtes Highlight, unser Steckenpferd auf jeden Fall. Folgt gern Facetten 2020 auf Instagram und Projektshow Facetten 2020 auf Facebook. Wir freuen uns über jeden Besucher. Über jeden Besucher, über jeden neuen Follower oder auch Nicht-Follower. Einfach nur einen netten Kommentar da lassen, vielleicht eine Reaktion auf ein Bild oder ein Projekt, was euch besonders gefällt. Und genau, für die ganz Aktiven gibt es dann natürlich auch noch ein Special. Wir werden dann noch eine Verlosung. Ein Gewinnspiel kommt noch. Ein Gewinnspiel, damit das Ganze auch irgendwie einen Mehrwert für jeden hat und auch ein bisschen Spaß dabei ist.